Ja, es geht in den Dschungel. Ja, endlich. Da wollten wir schon immer hin. Ich dachte, ich helfe auf eurer Karriereleiter. Ganz so, nach oben. So ein bisschen. Ne? Oh ja. Ja, Tarzan ist auch noch irgendwo. Ah, guck mal. Ich glaube, die hatten hier irgendwo auch eine Miniatur von mir hingestellt. Ach ja, da, hier, guck mal. Ich finde, ich bin sehr, sehr gut gelungen. Ihr spielt jetzt hier eine Glücksbahn. Dafür habt ihr eure Murmeln gerade erspielt. Und ich zeige euch mal, wie das am Ende aussehen wird. Hier irgendwann wird eure Murmel runterkommen. Eieiei. Zack. Und dann können wir hier sehen, wer am Ende Erster wird, wird dann reingespült. Ah, okay. Buschi erklärt uns einfach mal ganz kurz diese Dschungelprüfung. Genau so ist das und es sei an dieser Stelle versprochen, hier bei uns am heutigen Abend werden keine Maden gegessen und spannend und aufregend wird es trotzdem, ganz sicher, versprochen, unser Dschungel. Per Drohne kommen die Murmeln ins Rennen, es geht runter in unseren Urwald. Durch die Kurven, ab über die Hängebrücke, dann nicht von den Steinköpfen aufhalten lassen und diese drehende Spinne hier, die kann den Verlauf des Rennens noch mal komplett auf den Kopf stellen. Dann geht's in den Aufzug. Da kommen die Murmeln alle wieder zusammen. Wer zuerst ankommt, sahnt jeweils einen Bonuspunkt ab. Im Zickzack geht's dann bergab zum Steintempel. Und nach der dritten Runde zum Zieleinlauf runter ins Wasser. Wer als Erster ankommt, kriegt die meisten Punkte. Danke, lieber Buschi. Das ist also die Bahn. Es wird insgesamt drei Runden geben. Und Pascal, du hast drei Murmeln gerade erspielt, die für dich ins Rennen gehen. Julius zwei Murmeln, Mocky eine Ehrenmurmel, aber die kann hoffentlich viel reißen. Ich bin gespannt. Für Platz 1 gibt es gleich 5 Punkte, für Platz 2 4 Punkte und so weiter. Nur die letzte Murmel bekommt leider 0 Punkte. Das wird dann einfach zusammengerechnet. Und das sind tatsächlich auch die Punkte, die dann auch fürs große Finale mit 6.000 Murmeln zählen. Also die Punkte, die ihr hier spielt, die sind extrem wichtig. Okay. Und dafür leistet ihr halt immer die Vorarbeit bei der Geschicklichkeitsbahn. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir hier in einer Dschungelprüfung und deswegen übe ich schon mal für meine Moderation im Dschungel. Vielleicht kommt es ja irgendwann so weit. Ich bin eine Murmel! Hol mich hier raus! Genau. So, auf geht's. Pommes und Julius kommen richtig aus den Hufen. Jetzt bin ich am Ende. Guck, die will gar nicht. Deine Finger. Ja, hängt ein bisschen hinten dran. Julius, da ist sie. Da ist Mocky. Aber mit ordentlichem Rückstand. Pommes und Julius laufen vorne weg. Ei, Pommes, hau ab. Ja, du haust ab. Aber bleib in der Sendung. Wir beobachten die Murmeln. Sehr gut. Da ist Julius. Stark. Aber Pommes ist hinten dran. Aufzug, das heißt Bonuspunkt für Julius. Dann zweimal Pommes, dann wieder Julius und Mocky. Wo ist Mocky? Wo ist Mocky? Nix, wo ist Bele? Und jetzt müssen wir auf Mocky. Die Krücke warten. Ja, ja, wo bleibst du denn? Ja, das ist mir auch noch nicht passiert. Ja, da ist sie. Das dauert aber ganz schön, junge Frau. Also dreimal Pommes, rot, zweimal Julius, blau, einmal hinten dran, bis hierhin gelb, Mocky. Weiter geht's. So, jetzt ist Pommes vorne, Julius. Kasper, das schon wieder rum? Ja, guck mal, rot läuft. Nee, was sind drei Stücke? Ja, rot, was sind dran? Zieh die roten. Dreimal, dreimal. Pommes vorne weg. Unglaublich. Und jetzt? Julius? Nee. Der nächste Bonuspunkt geht an Pommes. Auch Pascal Hens. Und hinten dran wieder Mocky. Und der Aufzug geht wieder hoch. Und jetzt wird's ein leicht veränderter Kurs. Vorne weg. Pommes wieder vorne weg. Aber Julius, der bleibt dran. Der bleibt dran. Also Pommes nochmal. Ist rot, blau, ist Julius und gelb spielt bisher hier gar keine Rolle. Das ist Mocky. Ja, raus gegen mit dir. Gegen euch hat man ja noch keine Chance. Oh, ihr könnt noch ein bisschen drehen. Ey. Dreht euch noch ein bisschen. Ist gut so. Ja, sie kriegt einen Brummkreisel da hinten. Gelb, Mocky.
Also spielt hier im Moment gar keine Rolle. Und vorne weg marschiert zweimal Pommes. Der hat einen Lauf, der hat einen Dschungellauf. Der kann alles. Der gewinnt alles, Pommes. Das ist unglaublich. Jawohl, die Roten. Zieht. Ja, ja, machen die schon. Zack, zack. Ja, bleibt er da jetzt ein bisschen an der Spinne hängen. Jetzt ist Mocky tatsächlich vorbei an Julius. Und der nächste Bonuspunkt für Pascal Henz. Wieder rennen zwei seiner Murmeln vorne weg. Aber, na, so langsam geht doch was hier für Gelb, für Mocky. Aber bisher kein Bonuspunkt. Und jetzt geht's wieder hoch. Und jetzt geht's in Richtung Ziel. Wer macht das Rennen? Pommes vorne weg. Was für ein Lauf. Dahinter, aber jetzt Mocky. Die wird doch nicht, die wird doch nicht. Noch ist Pommes vorn. Aber an zwei ist Mocky. Geht da noch was? Geht da noch was? Das ist eng. Das ist ganz eng. Aber Pommes ist vorn und holt sich Platz 1. Ich bin wenigstens am zweiten Platz, oder? Ja. Ja. So, hier nochmal die einsame Mocky im Brunnenkreisel. Und dann am Ende, da war sie ganz dicht dran und kommt auf Platz 2 hier. Das ist immerhin 4 Punkte wert. Die 5 gehen an Pascal, 3 an Julius Brink. Und dann nochmal die 2 und die 1 für die Plätze 4 und 5 für Pommes Pascal Henz. Bonuspunkte, 2-mal Henz, 1-mal Brink. 0 Mocky. Und Dschungel geht an Pascal. Macht Spaß. Ist geil.